Geht das nicht? Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Ich habe alles eingepackt, was wir nicht so brauchen. Ich habe also auch unseren Hundi leer gemacht und wir gehen jetzt mal ein bisschen was zusammenbasteln. Wo habe ich meine Werkspacke gepackt? Habe ich die nach oben gepackt? Kann das sein? Ja. Hallo. Ich will nur hoch. Würdest du mich durchlassen? Mann, ich könnte echt eine Zigarette vertragen. So, rauche nicht so viel, Kollege. Ich weiß, du hast Langeweile, aber naja, man tut es nicht. So. Was ist los? Weg da! Weg da! Das ist meins. So, wir haben verschiedene Waffen beim letzten Mal gesammelt, wie zum Beispiel den mit mehr Schaden. Und gucken wir mal, was wir daran basteln können, ne? Um ihn stärker zu machen. Überladener Kondensator. Überlegener Schaden, verbesserte Magazinkapazität. Braucht aber Wissenschaft 3. Das heißt, wir gehen jetzt als nächstes auf Wissenschaft, würde ich sagen. Ansonsten, der optimierte Kondensator ist nicht schlecht. Verbesserte Schaden, verringerte Magazinkapazität. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das hier wäre halt am genialsten. Dann warten wir erstmal darauf, dass wir das kriegen. Das heißt, 2 Level-Ups. Was haben wir hier noch? Oh, verbesserter Scharfschützenlauf. Wir wollen ja daraus unbedingt eine Scharfschützengewehr machen, ne? Außergewöhnlicher Schaden, überlegene Reichweite, erhöhter Rückstoß, mangelhafte Magazinkapazität und Präzision aus der Hüfte. Aber wir wollen ja sowieso daraus einen Sniper machen mit übelst Schaden. Von daher passt das schon. Präzisionskolben. Den brauchen wir. Ich meine, wir haben sowieso hier keinen Vorteil. Von daher können wir uns da ein bisschen Präzision holen. Verbessertes Visier. Visier müssen wir so... sowieso dran bauen. Als Sniper. Wow, was ist los? Als Sniper recht notwendig. Am besten schon so ein... ja... Aufklärungszielfernrohr. Wissenschaft 3. Der Strahlenblünder, was? Bündler. Mal sehen, außergewöhnliche Rückstoßdämpfung, verringerte Reichweite. Was haben wir noch? Strahlstreuer. Ja, Shotgun, ne? Teilt den Strahl in mehrere Geschosse auf, die einen größeren Bereich abdecken. Mangelhafte Präzision aus der Ferne. Verstärkter Strahlstreuer. Teilt den Strahl in mehrere Geschosse, die einen größeren Bereich abdecken. Verringerte Präzision, Mangel. Ernähren ist nichts für uns. Macht zwar mehr Schaden, aber. Nee. Ja, fein abgestimmter Strahlbünder ist schon richtig. Verringerte Reichweite bringt uns gar nichts. Naja. So viel dazu. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Wissenschaft. Das heißt, den lassen wir erstmal aus. Obwohl, wir machen hier... Wir benennen ihn erstmal um auf... Vollgas-Treffer. So, Vollgas-Treffer am Start. So, dann haben wir der Wächter des Aufsehers. Mal sehen, was haben wir denn hier so Schönes? Ja, verschiedene Verschlüsse. 308er Magazin. Ja, die verwenden wir aber sehr oft, aber es macht halt sehr viel Schaden. 144. 45er Kaliber. Was hat er momentan? Er hat schon 45er Kaliber, ne? Das würde uns auf jeden Fall schon mal ein Stück näher bringen. Feuerrate brauchen wir nicht. Von daher fertigen wir das hier mal an. Lauf. Es läuft. Reichweite, perfekt. Wir haben derzeit nur kurzer Lauf. Standard. Verlängerter leichter Lauf. Überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfung, verringerte Präzision aus der Hüfte. Ja. Ja, mangelnde Präzision aus der Hüfte, aber sieht halt geil aus. Von daher. What the walls? Oh. So. Ich habe nur gerade auf meine Indie kurz geguckt. Hat nichts mit dem Spiel zu tun gehabt. Oh, Rückstoß. Okay. Könnten daraus einfach eine Pistole machen. Glaube ich, oder? Nee. Kurzer Kolben. Ja, das ähnelt einer Pistole am meisten, ne? Überlegende Rückstoßdämpfung, besseres Zielen mit Zielfernrohr. So,
Schnelllademagazine. Also machen damit aber auch keine Automatik, ne? Waffenfreak 4. Boah. Geht auch noch. Naja, machen wir erstmal ein mittleres Magazin. Und wir ein bisschen mehr Magazin haben. Was haben wir denn hier? Aufklärungszielfernrohr können wir nicht machen. Wissenschaft 1 benötigt Waffenfreak 4. Vielleicht auch Waffenfreak vorher machen. Mündungsbremse. Natürlich Schalldämpfer müssen wir drauf machen. Dafür brauchen wir Waffenfreak 4. Ja, naja. Wir müssen schon auf Schalldämpfer gehen. Mein mangelnde Reichweite ist halt so, aber es macht halt mehr Schaden dann bei uns. Ja. Hatten wir noch einen? Kellogg's Pistole, ne? So. Verbesserter Verschluss. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Waffenfreak 4. Komfortgriff haben wir. Standardvisier. Ansonsten können wir noch Visier anpacken. Ja, eigentlich. Nicht so das Wahre. Aber 44er Munition verwenden wir so gut wie nie. Wir werden die 44er Munition also erstmal verballern. Vielleicht machen wir auch erstmal ein Level Up. Machen wir erstmal mächtiger Verschluss. Und schon viel mehr Schrauben. Unglaublich. Aber naja, das sind jetzt unsere Waffen. Können wir aber eigentlich die eine oder andere weglegen, ne? So. Brauchen wir den Headbanger denn noch? Headbanger hat eigentlich diese 50er, ne? Ja, weißt du was, wir legen den Headbanger erstmal weg. Wir haben ja jetzt erstmal Wächter des Aufsehers. Der ist ja um einiges besser und wir haben mehr Munition damit. Wir mussten aber dafür als Ersatz auf gut Glück wegpacken. Weil sonst würde die auf gut Glück Knarre quasi unsere Munition dafür verschwenden. Aber dafür haben wir unser Plasma. Wo ist er denn? Vollgastreffer, da. Dafür haben wir jetzt den Vollgastreffer. Das passt schon. Wir kriegen das schon irgendwie hin, ne? Wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Ups, das war falsch. Dich, achso, du kannst da bleiben. Dann mache ich Kelloggs Pistole da hinten hin. So, wenn die später 100 Schaden macht, ist das eigentlich schon recht geil. Ich möchte auf jeden Fall noch ein Level abkriegen. Ja, so viel dazu, wie viel können wir jetzt tragen? Ach gut, wir sind wieder beim alten. Runde 50 angelangt. Das passt schon. Gut, was machen wir denn für eine Quest? Was machen wir für eine Quest? Das ist hier die Frage. Wiedersehen macht Freunde. Sprich mit Nick und deine, über deine Erkenntnisse. Wollen wir das jetzt mal weitermachen? Das ist ja die Hauptmission. Eigentlich sollten wir die Hauptmission zum Schluss machen, ne? Das machen wir auch zum Schluss. Das sind ja beides die Hauptmissionen quasi. Finde den goldenen Grashüpfer. Das klingt für mich sehr interessant. Machen wir doch den. Wollte eigentlich einen Nick Valentine dabei haben, für den Fall der Fälle. Ach, cool. Ja, easy. Das mache ich doch leicht. Hm. Was bist denn du? Ist auf jeden Fall eine automatische wegen der Kettensäge. Aber was schießt sie? Nägel? Das ist auf jeden Fall eine Army-Waffe. Oder auf jeden Fall aus Army-Waffen zusammengebastelt. Eins von beiden. Also da muss auf jeden Fall jemand dran gewesen sein, der sich mit Waffen auskennt. Junge, Junge, Junge. Bam. 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 Ja, schön. Man muss sagen, damals in Skyrim war das ja so, wenn man die Waffen von nahen angeguckt hat, oder die Sachen, da waren die recht verpixelt. Aber hier ist das nicht der Fall. Da bin ich froh drüber. So, hier waren Supermutanten drin. Ich erinnere mich. Achso, mein Headbanger ist natürlich weg, ne? Aber gut. Ganz ehrlich, wie oft haben wir den eingesetzt? So gut wie nie eigentlich. Ne? Da? Ich wollte nur meine Waffen wechseln. Stör mich nicht. Was das? Sag mir, stör mich nicht. Selber schuld. Oh oh. Ist nicht so gut. Scheiße. Ich dich da draußen riechen können, kleine Schleichratte. Mehr wollte ich nicht. Jetzt zieh dich bitte der Granate. Och ja, ich hasse euch alle.
Ihr seid Dreckschweine, ganz ehrlich. Ich hab doch nicht so viele Stimpacks. Gut, ich würde sagen, wir probieren mal Killox Pistole aus. Dafür du bezahlen. Oder auch nicht. Hey, du sagst Bild hier irgendwas. Achso, das ist der Sturm. Es wird stürmig. Und irgendwer schießt hier noch. Ah. Ja. Ach komm. So, ich wollte doch nur ein bisschen was umpositionieren. Quick dich tot. Der war rechts, ne? Das war richtig. Pow Pow haben wir auch noch. Vielleicht finden wir irgendwann mal einen Ersatz für Pow Pow. Oder, wie auf gut Glück knarre müssen wir, könnten wir auch umbauen, ne? Auf 38er vielleicht. Das wäre die Lösung. Das wäre die Lösung. Aber ich glaube, da konnten wir nicht viel umbauen. Müssen wir gucken. Wenn wir wieder zurück sind. Der Kniekracher. Da kommst du hin. Ein Kniekracher wollte ich ja nicht ablegen, ne? Naja. Du da sein. Todeskrallenfleisch. Nicht verstecken. Ja. Ich will erstmal hier reingucken und dann gehe ich zu euch. So, beim letzten Mal hatten wir da einiges an Legendären drin gefunden. Wir sollten also auf der Hut sein. War doch kein Scheißschloss. Du bist ein Scheißschloss. Geschafft. Haben Kampf gewollt. Willst du mich verarschen oder was? Wieso hab ich den nicht getroffen? Das war Quickscope. Kann das normalerweise nicht. Alles aber gut geguckt. Irgendwo ist hier ein Strahler, Mann. Was? Solltest du auch haben. Du lebst auch. Ein legendärer Raider, bist du arm. Okay. Ich treib sie aus der Deckung. Ungünstig. Nicht viel Leben. Ich hab's gerade erst gesehen. Vielleicht sollte ich abspeichern. Ah, es ist nur noch eine Blähfliege, die mitkämpft. Nice. Da hat eine Blähfliege für mich fertig gemacht. Okay. Ich hab's verstanden. Ich weiß nicht, ich fühle mich gerade ein bisschen wehrlos, weil ich meine Waffen nicht habe und weil ich unbedingt noch einen. Ja, wow. Weil ich noch ein Level-Up gerne haben möchte, um die Waffen zu verbessern, sonst möchte ich sie nicht einsetzen. Nichts Persönliches. Einfach nur du oder ich. Jetzt mal auf, von Granaten zu werfen. Okay, Pow Pow bringt gar nichts. Pow Pow bringt mir nichts. Wir werden das schon hinkriegen. Ergib dich, dann mach ich schnell. Nö. Werf du nur deine Granaten, Den haben wir jetzt nicht umsonst gemacht. Oh, Nachtsichtvisier. Ich bin blind. Nice, fehlt nur ein Schalldämpfer. Ampelt da noch irgendjemand rum? Nee, ist ein Reifen. Geht nur noch ein Schalldämpfer. Rohrzange. Wo ist auch doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit hat. Erinnert sich mich so ein bisschen an Bioshock. Wäre ich jetzt Nahkämpfer, würde ich das Ding nehmen. Die haben wir gar nicht ausgerüstet, stimmt ja. Die sollte beim Kniekracher sein, ne?
So, wir haben ja hier sowieso den Beinrammler, das heißt, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Das sieht aus wie eine Schrot, das ist so unheimlich. Ja gut, dass ich hier lang gegangen bin. Sonst hätten wir den legendären auf jeden Fall nicht bekommen. Legendäre Blühfliege? Kampfgewehr fügt 10 Punkte Energieschaden hinzu und kann Gegner verschmelzen. Oh mein Gott! Ich denke, das erste, was ich daran denke, daraus mache ich mir eine Sniper. Ach man. Vielleicht mache ich mir daraus einfach eine neue, auf gut Glück Knarre. Könnten wir auch mal wieder setzen, das Ding. Ein Fahrstuhl? Ach, warum lasse ich mich so leicht ablenken? Ich weiß es nicht. Oh, wieder eine richtig coole Waffe gefunden. Eigentlich müsste ich sofort zurückkommen, wieder ein bisschen was basteln. Aber mir fehlen sowieso Schrauben. Von daher, wieder Ventilatoren sammeln. Waren wir vielleicht schon mal hier drin? Hier dürfte eine Rüstung drin sein. Versuche zurückgesetzt. Gleich beim ersten Mal. Wow. Bin begeistert. So. Ist zwar Experte, aber es wird sich lohnen, weil wir dann wieder eine neue Rüstung für unsere Sammlung haben. Dann müssen wir sowieso zurück. Wir werden zwar noch den Auftrag zu Ende machen, aber wir müssen dann zurück. Ja, schon geschafft. Das soll Experte sein. Pff. Er könnte ein Roboter-Hater sein. Ich pass lieber auf. Das ist keine Power-Rüstung. Das ist eine Bank. Okay. Jetzt bin ich offiziell enttäuscht. Ihr wollt mich quälen, ne? Dieses Spiel ist nur dazu da, um mich zu quälen. Ich sehe es schon. Das wär's. So. Verbessert. Naja, immerhin. Geschafft. Wie einfach hier besseres Zeug drin ist als beim anderen. Bin enttäuscht. Naja. Hier ist noch ein Bot, falls wir irgendjemanden finden. Hier können wir zu Fuß runtergehen. Und hier ist noch ein Räumchen. Deswegen liegen die Schlösser, Freunde. Aber wir haben sowieso unendlich Haarklammern. Cool. Ja, nice. Immerhin. Gut, gehen wir mal zu unserer Quest. Oder gucken wir mal nach. Sorry, ich habe mich daran gewöhnt, im Ladebildschirm auf mein Handy zu gucken. Das sollte ich nicht machen, weil dann sage ich nichts. Jedenfalls, schade, dass da keine Powerrüstung drin war. Hätte mich gefreut. Ich weiß, wir haben zwischendurch irgendwo einen Meister-Computer gefunden, wo eine hinter ist, aber ich weiß nicht mehr, wo. Ich glaube, irgendwo beim Militärgebiet war das. Was war das? Ach, ich bin hier zurück. Ah, okay. So, dann sneaken wir uns mal an. Was werfe ich hier die ganzen Waffen durch die Gegend? Okay. Zurück zum Ort des Geschehens.
Hoffen wir mal, dass die uns nicht zerfleischen. Wer weiß, wie viele Legendäre hier wieder drin sind. Ach, ihr seid immer noch tot. Nice. Immer in Kron gucken. Aber den Bot kann ich wiederbeleben. Der mir nichts bringt. Wie wir damals erfahren haben. So, wie kam ich jetzt mal auf die andere Seite? Fahrstuhl war das, ne? Fahrstuhl. Das Geräusch da! Was das sein? Ich dachte, ihr seid tot! Was soll denn das? Ohren mir wieder spielen, Streich! Geräusch? Hier war niemand mehr, ne? Nur diese nackte Puppe. Stirb, nackte Puppe. Heute kein Kampf. Jemand da? So, wir nehmen mal die Blechdose mit. Na cool, den haben wir gar nicht auseinandergenommen. Okay, hier war irgendwo ein Fahrstuhl. Um hochzukommen. Ich höre. Sollte es gar nicht da sein. Lieber mal mitnehmen. Na gut. So, wer will mit mir mitraten, wie viele Legendäre da oben sind? Ich sage 2. Hallo? Achso. Ein Ventilator. Ein normaler Supermutant. Was das? Ah, die anderen sind oben, kennen wir ja schon. Voll einfach rum. Hier war ja sonst keiner, okay. Dann lass uns mal nach oben schleichen. Okay, einer mit einem Köter hängt da oben also rum. Was? Wer hat's gefunden? Du dich nicht können ewig. Doch! Kannst aber versuchen. Okay, das war kacke. Ach cool, ich muss ja nicht jedes Mal nachladen mit der Waffe. Das ist genial. Das ist mal richtig genial. Die werde ich auf jeden Fall des Öfteren mal benutzen. Aber trotzdem trotzdem wird mir die Waffe am meisten gefallen. Oder immer noch gefallen. Wir schlafen erstmal eine Stunde, während jetzt wir gesucht werden. Wieso nicht? Aber es herrscht Gefahr, das heißt, die wissen, dass wir da sind. Wir warten noch mal einen kleinen Augenblick, bis die Gefahr weg ist. Und dann verpassen wir dem einfach einen Headshot. Du kämpfen, Feigling! Ihr Menschen, so dumm, so schwach. Tod, nein! Oh, ich hab dein Hühnchen getötet. Das tut mir aber fast leid. Fang, was? Du das machen! Nice. Gefällt mir die Waffe. Definitiv. So, auch wenn ich zuerst gedacht habe, das wäre eine Schrot gewesen. Was es offensichtlich nicht ist. Ach cool, das ist auch wieder respawned. Das gefällt mir doch. Und Abstergo-Putzmittel. Dann gehen wir mal aufs Dach. Hier muss ja unsere Quest quasi enden. Und Detektiv Zero hat wieder einmal einen Fall gelöst. Dum, dum, dum. Das ist meine Titelmusik, auch wenn sie ein bisschen kurz ist, aber als Let's Player muss ich alles kurz halten. Außer die Folgen natürlich. Die darf ich so lange machen, wie ich will. Aber ich denke mal, wir haben eine gute Zeit erreicht bei Fallout 4. Ich muss nicht mehr so oft auf die Uhr gucken, weil jetzt hätten wir jetzt schon 24 Minuten. Ich hätte gesagt, okay, ist aus vorbei. Viel zu kurz. Viel zu kurz, 24 Minuten. Ich was hören. Ach so, das sind die Pappeneimer da oben.
Na, Marty Bullfinch. Was? Heute kein Kass. Geräusch. Ach, unten sind auch noch ein paar. Ist Ding? Blöde Geräusche. Aber ich hab den Typen doch gefunden. Wollt ihr jetzt von mir? Soll doch bestimmt den hier finden. Was das sein? Jetzt habe ich nackt ausgezogen. Warte, pass auf. Mir wieder spielen, und schleppen wieder hin. Da? Was? Achso. Wer da sein? Nett. Den sollte ich finden. Stimmt ja. Der goldene Grashüpfer. Okay, finde den großen goldenen Grashüpfer. Lies Nahrung für den goldenen Grashüpfer. Was? Soll ich denn das lesen? Muss der nicht beim G sein? Ansonsten ist er aber Schrott. Goldener Grashüpfer. Untersuchung. Ah, oh, du siehst echt schön aus. Quest haben wir jetzt nicht, was? Lies Nahrung für den großen. Wo soll das sein? Was das? Hä? Bah, ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Was soll ich denn lesen? Habe ich das dazu mitbekommen? Diverses. Da ist es doch. So, hergestellt von Shem Drove, 25. Mai 1742. An meine Brüder und Grashüpfergenossen, niedergestreckt am 13. November des Jahres 1753, in Klammern 1755, früh am Morgen durch ein großes Erdbeben meines alten Meisters im Himmel. Was? Im Angesicht der Zerstörung durch Flammen entkam ich bei Zeiten. Bei Zeiten den Hallen, den gebrochenen Knochen und Prellung. Wohlauf und heil. Des alten Meisters Sohn, Thomas Drove, 28. Juni 1768. Will ich Nachlass in meinem Büro versprechen. Doch wandelmütig wie der Wind soll ich sein. An den Ufern des Charles, wo Meister Shem auf ewig ruht, soll man finden den Wert eines ganzen Lebens. Okay, das war so eine Art Gedicht, deswegen habe ich es am Anfang nicht verstanden. Ja, nur 90 Meter da in die Richtung. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Kann ich hier runterspringen? Huh? Hallo? Da wär sein. Will jetzt nicht runterspringen. Eine Panzerfaust. Geräusch. Na komm, Beastie Boy. Aha, dich haben. Dich töten. Nein, dummer Hund. Yeah. Oh, die Waffe ist cool. Die Waffe ist richtig cool. So, Schädel ohne Schädeldecke. Ja, cool. Nehme ich gerne mit sowas. Läuft einfach mit der Panzerfaust durch die Gegend, Alter. Oh. Wieso nicht? Kann man machen. Dann können wir jetzt aber schnell reisen, ne? Ich meine, es ist nicht weit weg, aber ich bin faul. Wie so ein Stück. Faules. Hundegesocks. Ja, ich muss sagen, des Aufsehers
Waffe ist schon irgendwo als Sniper gesehen richtig, richtig gut. Weil ich meine, bei einer normalen Sniper muss ich ja jedes Mal nachladen und diese schießt einfach durchgehend. Fehlt nur ein Schalldämpfer, Alter. Stell dir vor, was ich mit dem Schalldämpfer anfangen könnte mit der Waffe. Was ist eigentlich besser? Quick die tot oder? So, Quick dich tot macht 88 Schaden. Doppelt so viel. Das heißt, er macht. Lass mich nicht lügen. 196 Schaden. Gut, da kommt der Aufseher noch nicht ran. Eines Tages vielleicht. Eines Tages. Gut, schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Hast mich nicht gesehen, lieber Ghoul. Jetzt hast du mich auf jeden Fall schon mal gehört. Noch nicht nur gehört, ne? Dreck! Musst du genau dann um die Ecke kommen. Ah, wie ich das hasse. Ziehen wir uns gleich mal zwei rein. Und die? Ja, nice. Der Hund macht alles kaputt. Nette Waffe. Definitiv nette Waffe. Aber nichts gegen meinen Quicktod. So, ich kann dich nicht ausbuddeln, weil mir eine Schaufel fehlt, oder? Nee. Seltsamerweise hatte ich eine Schaufel. Silberbarren. Silberbarren? Silberbarren. Shemdrove-Schwert. Verdammt nochmal, ja. Ziele nehmen Strahlungsschaden. Ah, leider habe ich keinen Nahkämpfer. Keine Angst. Fürchte dich nicht, die Klinge ist vom Eisen des Teufels. Doch nur der Träger macht sie böse. Drove. Naja, gut. Ich meine, die Barren nehme ich gerne, auch wenn die wahrscheinlich so schwer sein werden. Aber gut. Quest gelöst und eine Menge Kohle erhalten. Das ist schon mal nicht schlecht. So, die Aufgabe hätten wir gelöst. Dann gehen wir direkt mal weiter zu der nächsten Aufgabe. Spurlos verschwunden. Besorg den Schlüssel zu Earl Stirlings Haus. Suche in Earl Stirlings Haus nach Hinweisen. Dafür müssen wir höchstwahrscheinlich zurück nach Diamond City. Oh. Vielleicht holen wir den Schlüssel einfach nur so just for fun. Kann man ja mal machen. Mal gucken, was wir dann für Schätze bergen. Vielleicht noch eine ultimative Waffe? Ganz ehrlich, auch wenn ich Angst vor den Legendären habe, die geben mir einfach richtig geile Waffen. Kannst du nichts gegen machen. Was? Hey, du siehst wichtig aus. Ah, Ansässiger. Dann halt nicht. So, du bist... Schlüssel erforderlich. Ich habe alles, was du brauchst. Medex. Ich glaube nicht. Ja? Was? So, Einsteiger. Ja gut, könntest zwar knacken, aber ich glaube, ist es besser, wenn wir einen Schlüssel organisieren. Was? Einfach nur, um alles gemacht zu haben. Ihr wisst ja, ich mache gerne die 100%. Ich rede mich nicht gerne raus. Ich laufe gerne überall hin. Drinks. Den besten Schnaps machen die Schwarzbrenner hier. Earl Stirling hat hier gearbeitet, oder? Armer Earl. Einfach verschwunden. So ein guter Barkeeper. Ein guter Freund. Oh, aber er konnte nicht mit Frauen. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Gehörst du zu Detektei Valentine? Ich habe vergessen, Earls Schlüssel abzugeben, als ich euch beauftragt habe. Hier, ich hoffe, du findest raus, was passiert ist. Die Sicherheitsleute liegen mir deswegen schon in den Ohren. So, und jetzt lass mich dir mal was einschenken. Komm schon.
Hältst du dich aus Schwierigkeiten raus? Willst du mich etwa ausräuchern? Gefällt mir. Keine Sorge. Ich habe den Kontakt zu allen abgebrochen, die mich der Schulden wegen umbringen könnten. Alles gut. Entspann dich. Na gut, immerhin hat er sich gebessert. Jetzt nicht. Bist du sicher? Ja. Na gut. Gut und... Oh. Einer böse auf mich? Der Stadt habe ich wohl erwischt. Ist mir egal, dass ich der Stadt nicht wohl erwischt. Wenn ich da jetzt rausgehe und die knallen mich ab, dann ist das Kacke. Nur den Ventilator. Nur den Ventilator. Das gehört dir nicht. Gott sicher. Oh. Ach so, jetzt okay. Vorher waren sie nicht pissig auf mich. Und plötzlich sind die pissig auf mich. Okay. Na gut, dann leckt mich. Tschüss. Ist mir egal, ich habe den Ventilator. Ich habe eine Schraube. Mehr wollte ich gar nicht. So. Ich muss auf jeden Fall mehr darauf achten, die Ventilatoren einzusammeln. Es gibt überall gibt's Ventilatoren und die geben mir Schrauben ohne Ende. Deswegen brauche ich die. Höchstwahrscheinlich hat unser Kollege noch ein paar Schrauben. Wenn du es so haben willst. Ah, egal, was ist das hier? Also, die in der Bar knallen mich natürlich nicht ab, aber die da draußen. Gut, dann scheißen wir auf den Ventilator, wir kriegen noch genug. Hast gewonnen. Du freust dich. Ja, die Detektei Valentine wird von Privatdetektiv Nick Valentine geleitet, der über die Jahre hinweg schon zahlreichen Bewohnern von Diamond City geholfen hat. Deswegen ist er so beliebt wahrscheinlich, deswegen darf er da quasi hausieren. Er versteckt sich auch nicht, er ist ja offensichtlich ein Sünd. Und daher passt das schon. Und schon können wir legalerweise hier rein. Hat sich gelohnt. So, Bleefliegenfleisch, Bonbon, nehmen wir mit. Ich wollte schon immer das Gift einsetzen, wieso mache ich das nicht? Ah, stimmt, weil wir nur Sins getroffen haben. Der war ja was. Da raucht aber jemand gerne. Hier haben wir einen Fernseher, eine Schere. Oh, ein Ventilator, sauber. Weil hier ist keine Spur. Jedenfalls sehe ich keine, wir gehen mal hoch. Also ich sehe hier nichts. Ein Zigarettenautomat mit einem fetten Feuerzeug. Oha. Diamond City. Ich kann mich aufs Sofa setzen, das bringt mir aber auch nichts. Sauberer blauer Anzug vielleicht. Gewinnen, Patronen. Ah. Wie Alkohol, aber ansonsten. Ella weiß, dass nicht jeder Tag perfekt sein kann. Hier kommt Into Each Life some Rainbow. Schau, da stehen Texte drauf, aber das ist auch nicht. Also er ist auf jeden Fall ein Säufer. Nehme ich einfach alles mit. Kann auch nichts schieflaufen. Suchen Earl Stellings Haus nach Hinweisen. Ich bin ein guter Detektiv. Aber ich finde nichts. Hundi, kannst du mir nicht helfen? Hey. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge. Kannst du was für mich finden?
Gegner, egal, Gegenstände, Gegenstände. Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Nicht mal er findet was. Das soll schon was heißen. Hä? Also ich muss verdammt blind sein, wenn ich hier nichts finde. Ha, haha. Ha. Oh. Dr. Crocker, Leitner Chirurg. Gesicht, Operation ist nach Eingang der letzten Rate durchgeführt. Patient Earl Sterling. Ästen sind. Und das kann ich mir das nicht vorstellen. Warum sollte er sonst eine Gesichtsoperation machen? Naja, glücklicherweise hat sich Bethesda gedacht, ach, da gibt es so viele Idioten, die werden das bestimmt nicht finden. Wir geben ihnen einen Hinweis nach 5 Minuten. So, jetzt müssen wir nach Mega Surgery Center. Hast du dieses Luftschiff gesehen? Wer ist die stählerne Bruderschaft? Und wieso ist sie hier? Weiß nicht, aber gib mir den Ventilator. Dankeschön. Doc. Das ist hoffentlich ein Notfall. Sagt dir diese Rechnung irgendwas? Bitte. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit, mich um Beschwerden oder Rückerstattungen zu kümmern. Dafür ist Dr. Crocker zuständig. So, und jetzt lass uns wieder über dein medizinisches Anliegen reden. Wo ist eigentlich Doc Crocker? Letztes Mal, als ich ihn sah, brauchte er etwas aus dem Chirurgiekeller. Wahrscheinlich musste er nur ein paar Nadeln abwaschen oder irgendwas umlagern. So, kommen wir wieder zu deinem medizinischen Anliegen. Okay. Ich muss mir den Keller ansehen, Doktor. Sieht das hier etwa wie eine öffentliche Latrine aus? Nicht antworten. Warum sollte ich dich da runterlassen? Ich suche einen Vermissten, Doktor. Und ich glaube, eine Spur führt in diesen Keller. Einen Vermissten? In unserem Keller? Da unten findest du nur kalte Steine und medizinische Abfälle. Also falls nichts wirklich Dringendes anliegt, hätte ich andere Dinge zu erledigen. Hör zu, ich muss da runter. Hilfst du mir jetzt dabei oder nicht? Nee, nee. Das ist nicht notwendig. Du willst in den Keller? Gut. Hier. Nur nichts anfassen, wenn's geht. Geh doch. Das nächste Mal töte ich dich. Hast Glück gehabt. Hast du nur mal Glück gehabt, Alter. Auch wenn ich schon mal geknackt habe. Ich wollte unbedingt den Schlüssel haben. Oh, Earl. Du warst echt ziemlich schwierig, weißt du? Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Oh, böse, böse. Du solltest nicht hier unten sein. Aber ist schon okay. Ich krieg alles hin. Alles. Was hast du mit Earl Sterling gemacht, Crocker? Was habe ich denn getan? Ich habe doch nichts getan. Es war Earl. Er wollte nicht zufrieden sein. Gute Patienten bekommen ein schönes neues Gesicht. Böse Patienten bluten alles voll, weil sie das Leben ihrer Ärzte zerstören wollen. Du hast einen Mann umgebracht. Dafür wirst du bezahlen. Runter mit der Waffe und mitkommen. Ich war das, oder? Ich habe jemanden umgebracht. Oh Gott, das ganze Blut. Ich bin voller Blut. Ich krieg alles hin. Du bist ein Idiot. Was ist hier los? Ist das Dr. Crocker? Ja, das war Dr. Crocker, ja. Ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Was ist hier passiert? Wusstest du, was Doc Crocker hier unten getrieben hat? Das ist Earl Sterlings Leiche, oder? Irgendwie habe ich gewusst, dass er die Operation durchziehen wollte. Dann ist Earl nicht einfach verschwunden. Die OP ging schief und Dr. Crocker wollte es verheimlichen. Wie geht's jetzt weiter, Doc? Jetzt? Jetzt muss ich einen Bericht schreiben. Die Sauerei wegmachen und unserem Patienten einiges erklären. Du solltest jetzt gehen. Ein Mediziner sollte sich um diese Verunreinigung kümmern.
Ich gehe gleich, ja? Ich muss noch mal kurz hier und so, ne? Dr. Crocs Hausschlüssel, OP-Kellerschlüssel, okay. Ja, nehme ich alles mit. Dankeschön. Tschüss. Und wieder hat Zero One Up einen Fall gelöst. Dim, 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 dim. Ging der so mein Sound? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn du Probleme machst, wirst du Probleme kriegen. Verstanden? So, wir müssen jetzt sowieso hier hin, um zu berichten, dass wir unseren Sohn gefunden haben. Von daher passt alles schon, Nikki. Zusammen. Ich will nur deine Meinung. Wäre ein klasse Zitat. Er ist mein Klient, Piper. Warum steckst du deine Nase in Sachen, die dich nichts angehen? Ach ja, wenn man vom Teufel spricht. Da bist du ja wieder. Aber ohne deinen Sohn. Was ist passiert? Ist deine Schuld, ja, klar. Du hast recht, Nick. Kellogg hatte meinen Sohn. Aber das ist noch nicht alles. Er hat für das Institut gearbeitet, er hat ihn in Shawn überlassen. Das Institut? Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Wirklich. Das macht die Sache um einiges komplizierter. Er hat recht. Scheiße, Nick ist ein Zünd und nicht mal er weiß, wie man da reinkommt. Kein Zünd weiß das. Alle Erinnerungen daran werden von den Sicherheitsprotokollen gelöscht. Du weißt also gar nichts, Nick? Ich bin vor Jahren auf einem Schrottplatz aufgewacht. Einer von vielen ausrangierten Prototypen. Das Institut hat sich seitdem nicht bei mir gemeldet. Tut mir leid. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Shawn übergeben hat. Kellogg. Spielt sowieso keine Rolle. Er ist tot. Ja, der einzige Mann, den das Institut hier draußen hat, wird sich wohl kaum lebend fangen lassen. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Und? Was jetzt? Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Ich hoffe, du hast recht, Nick. Mal sehen. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Also, ich glaube, ich hab da schon was. Das Ding hier. Hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Huh? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Okay. Mit Piper mitnehmen. Ich hab Piper auch noch nicht mehr rekrutiert. Muss ich sonst noch was über die Höhle der Erinnerung wissen? Sie liegt in Good Neighbor, ein kurzes Stück nordöstlich von hier. Sie heißt nicht umsonst so. Der Name ist Programm. Viele geben ihr letztes Hemd, nur um die schönen Momente ihres Lebens nochmal erleben zu können. Wieder und wieder. Aber nicht wir. Wir werden versuchen, tief in den Geist eines anderen einzutauchen. Wir können uns dort treffen oder zusammen dorthin gehen. Ich gehe alleine. Ich mache mich allein auf den Weg. Also gut. Wir sehen uns dann bei der Höhle. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin bei der Public, falls ihr mich braucht.
Ach übrigens, du schuldest mir irgendwann ein Interview. Ich will wissen, wie die ganze Geschichte angefangen hat. Wir müssen doch mit Piper die Quest machen, ne? Stimmt. Ich erinnere mich. Hoppala. Ich bin hier, um die Quest abzugeben. Miss Perkins. Hast du herausgefunden, was aus Earl Sterling geworden ist? Earl ist nie abgehauen. Doc Crocker hat ihn bei einer verfuschten OP getötet. Crocker hat Earl umgebracht. Solange wie Earl verschwunden war, hätte ich eher die Raider oder das Institut verdächtigt. Wo ist der Doc jetzt? Verrottet hoffentlich in der Zelle. Okay. Ich glaube, da hat sie ein bisschen kopflos reagiert. Komm schon, Ellie. So naiv kannst du nicht sein. Naiv? Was meinst du? Oh, der Doc ist tot, oder? Meine Güte. Tut mir leid, dass du das durchmachen musstest. Hier, nimm. Klingt, als hättest du es dir verdient. Ich geb's weiter, damit alle im Duckout in Bescheid wissen. Traurig, dass es keine besseren Neuigkeiten gibt. Danke nochmal, dass du den Fall abgeschlossen hast. Okay, deinem Kopf geht's übrigens nicht gut. Du solltest mal zum Arzt gehen. Ach nee, der ist ja tot. Gut, Spur ist verschwunden, ne? Aufgeklärt. Ich würde sagen, wir müssen eigentlich die Piper-Quest mal machen, ne? Also wie viele Quests haben wir noch offen? Raider-Problem. Ah gut. Erstatte Gelehrtenbericht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Story des Jahrhunderts. Was ist denn mit der Piper-Quest passiert? Die ist weg. Haben wir das jetzt übersprungen aus Versehen? Na gut, dann machen wir morgen die Story des Jahrhunderts. Haut rein, euer Zero und tschüss.